Gut. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, los, mein Käfer-Pokémon-Team. Oh yeah. Gut. Eine Herausforderung von Käfersammler Deadspin. Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Pokémon Smaragd. So, in der letzten Folge sind wir im Blinkenburgwald stehen geblieben. Und genau, der Spielstand, den ich letzte Folge hatte, den habe ich vergessen, ja, auf dem USB-Stick zu speichern. Und die letzte Folge wurde gemacht, bevor mein alter PC kaputt war. Und ich habe jetzt einen neuen PC und, ja. Und da ich jetzt aber den Spielstand nicht hatte, muss ich halt das ganze Spiel nochmal spielen, bis in dieser Stelle. Ja. Aber ich habe auch eh dieselben Pokémon wie vorher gefangen. Und auch dieselben Spitznamen. Okay, das sind jetzt so Pokémon, die ich hier im Wald gefangen habe, um meinen Pokédex aufzufüllen. Okay. Auf jeden Fall sind wir wirklich mal hier stehen geblieben. Und wir haben im Blindenburger Wald eigentlich nur so ein paar Pokémon gefangen. Und das ist ein Knütz. So, wir haben jetzt mal einen unsichtbaren Trank gefunden. Das ist gut. Manchmal liegen auf dem Boden Dinge, die einem auf Anhieb gar nicht auffallen. Daher schaue ich bei jedem Schritt sorgfältig um. Du bist ein gemeiner Dieb, wenn du versuchst, das Pokémon eines anderen zu stehlen. Du solltest deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon werfen. Das stimmt. Und merkt es euch, liebe Kinder? Stehlen darf man nicht. Ja. Weil man darf kein Dieb sein. Ja. Dann legen wir mal ein Pokémon in der Box ab. Ich habe offscreen mal so die Boxen so angepasst. Ich habe hier noch, ja, so Boxen für verschiedene Typen gemacht. Ja. Also manche dieser Boxen haben so abgekürzte Wörter. Habe ich hierzu gemacht, damit mehr Platz ist. Und diese zwei Boxen da, ja, die sind einfach nur da. Aber all die anderen Boxen sind nur so für bestimmte Pokémon da, mit so bestimmten Typen. Und ja, dann lege ich mal so ein paar ab. Das Knitz kommt in der Box, wo die Pflanzen-Pokémon kommen. Und das Bummels kommt in der Box, wo die Normaltypen und die Kampftypen kommen. Gut. Ja. Auf jeden Fall machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, wir halten noch unsere Pokémon. Und wir gehen jetzt einfach weiter im Blütenburgwald. Ich setze jetzt mal unser Schwalbini namens TimTG Craft mal auf erster Stelle, weil im Blütenburgwald da gibt es halt viele Käfer-Pokémon und auch so Pokémon-Trainer namens Käfersammler, die eigentlich nur so mit Käfer-Pokémon kämpfen. Ja. Gut. Ich habe eine Menge Pokémon gefangen. Los, los, mein Käfer-Pokémon-Team. Oh yeah. Gut. Eine Herausforderung von Käfersammler Deadspin. Bumpul wird
von Käfersammler der Twin in den Kampf geschickt. Super. Ja. Machen wir jetzt nochmal Schnabel. Als nächstes wird Wampel im Kampf eingesetzt. Ja. Dum 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 dum. Und das ist, kommt wieder ein Wampel. Eigentlich auch klar, weil das ist ein Käfersammler. Und Käfersammler haben ja viele Käfer-Pokémon. Oder besser gesagt, Käfersammler nehmen nur so Käfer-Pokémon im Team. Ja. Und wieder ein Vaupel. Schnabel. Oh yeah. Spieler besiegt Käfersammler Deadwin. Ich habe all diese Pokémon, aber ich konnte doch nicht gewinnen. Gut. Ein wildes Knilz erscheint. Naja, wir flüchten jetzt einfach mal, weil das ist schon gefangen. Ja. Aber gut, dann machen wir weiter. Und... oh. Kein einziges zu finden. Hallo, du hast nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier gesehen. Hebeldes Pokémon. Ah, ich habe eins davon gefangen. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Warten macht mich ganz krank. Also hier bin ich. Hey, du! Forscher von Devon, gib... ich meine, ups, sorry, falsche Stimme. Hey, du, Forscher von Devon, gib sofort die Papiere her. Attacke. Attacke, du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst bitte helfen. Okay. Ach, was machst du da eigentlich? Was? Du schützt ihn? Niemand, der sich Team Aqua in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand. Los, kämpfe gegen mich. Ja, sorry, dass ich vorher mit der falschen Stimme so geredet habe. Ja. Eine Herausforderung von Team Aqua Rüpel. Fifian wird von Team Aqua Rüpel in den Kampf geschickt. Los, Team TG-Kraft. Schnabel. Und Fifian gegen das jetzt Sandwirbel ein. Die Attacke kriegt daneben wegen den Sandwirbel. Ja, das ist nervig an diesen Sandwirbel. Jetzt aber. Yes. Gut, das ist sehr gut. Und Team TG Kraft erreicht Level 10. Spieler besiegt Team Aqua Rüpel. Du hast mich geleimt. Du bist so stark. Gott, du hast viel Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los, kämpfe nochmal. Das würde ich jetzt gerne sagen, aber ich habe kein Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Aqua auf dem Weg nach Metaross City. Für heute lasse ich dich gehen. Puh, das war aber mehr als knapp. Dank dir konnte er mir diese wichtigen Papiere nicht rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön.
Superball erhalten. Hat dieser Schuft von Tigern Quan nicht gesagt, dass sie irgendwas in Metaros City erledigen wollen? Oh, das ist ein Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Ja, dann gehen wir einfach weiter. Hallo? Hey du, geht es deinen Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe vermeiden willst, solltest du dich von den hohen Gras fernhalten. Ja, danke für den Tipp, aber ich weiß das schon. Daniel hat Pokéball gefunden. Super. Und da ist noch ein Käfersammler. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit dir mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Eine Herausforderung von Käfersammler Gernot. Linkada wird von Käfersammler Gernot in den Kampf geschickt. So, los, Timothy die Kraft. Schnabel. Das ist nicht so effektiv. Und Schnabel. Das ist aber sehr effektiv. Yeah. Team DJ-Kraft erreicht Level 11. Und als nächstes wird Ninkada von Käfersammler Gernot eingesetzt. Ja, noch ein Ninkada. Das ist eh easy. Weil wir sind ja im Vorteil. Schnabel. So, und den Kader wurde besiegt und Team Digikraft erhält 82 EP. Ja. Spieler besiegt Käfersammler Gernot. Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Ja, Daniel gewinnt 96 Poké-Dollar. So, wir haben jetzt einen Ether gefunden. Nice. Ah. Ein Knilz. So, ich flüchte jetzt einfach mal. Ah, Tipps für Trainer. Neben den Kraftpunkten KP besitzt ein Pokémon auch Angriffspunkte AP, die für die Attacken im Kampf gebraucht werden. Wenn ein Pokémon keine AP mehr besitzt, muss ihn in ein Pokécenter gebracht werden. Das stimmt, denn ohne AP können Pokémon keine Attacken einsetzen. Gut. Und wir sind bei Route 104. Also jetzt sind wir nicht mehr im Wald. Ich liebe es, meinen Mund voller Saatkörner zu nehmen und sie dann in hohen Bogen auszuspucken. Du kannst dies hier haben. Versuche es einfach mal. Wende es an einem Pokémon an und es wird lernen, in schneller Folge Saatkörner auszuspucken. TM 09. Gut, das ist schon mal eine Attacke namens Kugelsatz. Gut, das bringe ich jetzt mal mein Gekabor namens Julchen bei. War das schon mal eine gute Pflanzenattacke? Also halt. Also für den Anfang halt gute Pflanzenattacke, später wird es nicht mehr so gut, aber. Jetzt gerade im Anfang ist halt eine gute Attacke. Ich mache jetzt mal Silberblick weg. So, 1, 2 und schwupp, Julchen hat Silberblick vergessen und Julchen erlernt Kugelsaat. Super. Na, hier haben wir noch ein paar Beeren. Möchtest du die Arena-Beeren pflücken? Ja. Ich glaube, ich kann mir schon mal eine Pflanzen...
Ich pflanze in meine Pfirsichbeere rein. So. Und dann haben wir noch Sinnebeeren. So, da pflanze ich jetzt meine Sinnebeere rein. Und da pflanze ich noch eine Amarena-Beere. Und das passt. So, wir schauen mal rein. Hallo, dies ist der Blütentraum Blumenladen. Verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Daniel, das ist ein hübscher Name. Möchtest du etwas über Bären lernen? Ja. Bären wachsen an Bäumen, die nur in dunklen Nebenbohnen gedeihen. Wenn du Bären pflückst, pflanze immer neu in den Bohnen ein. Einige Pflanzenbären wird bald anfangen zu sprießen, dann mit einer wunderhübschen Blüte einblühen, die bald zu einer Beere wird. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedeckt sein. Das ist mein Traum. Bitte hilf mir, Daniel, pflanze Beeren und bring so Blüten in die Welt. Ja, das mache ich auch. Hallo, je mehr du dich um die Blüten kümmerst, desto schöner werden sie blühen. Auch du hast Blumen gerne, das weiß ich genau. Das ist für dich eine Weimarkanne, das ist gut. Dadurch können jetzt die Beeren schneller wachsen. Nachdem du die Beere eingepflanzt hast, musst du sie mit der Weimarkanne wässern. Oh, und noch etwas. Wenn die Beeren nicht gepflückt werden, fallen sie zu Boden, aber sie werden wieder nachwachsen. Ist das nicht unglaublich? Es ist, als hätte sie den Willen zu leben. Okay. Ich versuche, so zu sein wie meine große Schwester. Ich züchte auch Blumen. Hier, das ist für dich. Na, Amarena-Beere. Du kannst eine Beere pflanzen und sie wachsen lassen. Oder du gibst sie einem Pokémon zum Tragen. Und neuerdings gibt es eine Maschine, mit der kann man die verschiedensten Beeren mixen und Süßigkeiten für die Pokémon daraus machen. Ich möchte auch Süßigkeiten haben. Ah, genau, diese Maschine, mit der man aus Bären Süßigkeiten macht, die werden wir im Spiel eh bald noch sehen. Dann gießen wir schon mal die Beeren. So. Dann gießen wir auch noch. Pfirsichbeere. Ja, komm, wir gießen sie einfach normal. Obwohl, eigentlich reicht das schon. Ja. Dann schauen wir nach oben nach. Ah, ein wildes Pokémon. Und das ist ein Schwalbini. So. Wir haben einen Pokéball gefunden. Super. Oh, auch ein wildes Pokémon. Und es ist ein Pfiffchen. Einfach mal flüchten. Ich glaube, ich würde irgendwo mal später Schutz kaufen. Weil dann können wir besser im hohen Gras laufen. Also ich sag's halt nur so, weil manchmal nerven wilde Pokémon schon und mit Schutz kann man so machen, dass weniger wilde Pokémon auftauchen. Ja. So. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach weiter. Und ich setze mal jetzt mein Meryl namens Lukas auf erster Stelle.
Oh, ich habe vergessen, das zu lesen, Mist. Ja, ich habe es vergessen zu lesen. Eine Herausforderung von Schnösel René. Zigzags wird von Schnösel René in den Kampf geschickt. Was soll Lukas tun? Tackle. Einfach Tackle. Die Attacke gegen daneben. Attacke. Und Attacke. Ja, Top-Genesung ist eigentlich klar. Ja. Ah, die Attacke geht daneben. Ja. Aber jetzt noch nicht. So, jetzt aber noch einmal Tackle, dann haben wir es. Und geschafft. Puh. So, Lukas erreicht Level 10 und er lernt Abwehrknarre. Super. Spieler besiegt Schlüssel René. Warum konnte ich nicht gewinnen? Das ist die Frage. So, ich setze mal Aquaknarre auf erster Stelle. Ich setze jetzt mal mein Fabini namens Team TG Craft mal wieder auf erster Stelle. Weil diese Göre da hat jetzt Pflanz-Pokémon. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Eine Herausforderung von Göre Elisa. Lotuze wird von Göre Elisa in den Kampf geschickt. Los, Team TG Craft. Schnabel. So, Noturze wurde besiegt. Und Knitz wird in den Kampf geschickt. Das ist jetzt auch ein Kinderspiel, weil wir sind natürlich im Vorteil. Und zack. Das ist sehr effektiv. Und Knitz wurde besiegt. Ah, aber Team TG Craft schläft ein. Das ist nicht gut. Okay. Wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren Pokémon zusammen. Okay. Ja, das ist jetzt schon mal unser erster Doppelkampf. Das ist der erste Doppelkampf hier in diesem Let's Play. Gut. Ja, los Team TG Craft und Julian. Und Angriff sinkt. Machen wir jetzt wieder mal Schnabel und. Okay, die Kraft hilft ja ein, stimmt ja, aber. Ich hoffe einfach, dass.
das jetzt aufwacht. Ah. Angriff sinkt. Unser Mutter setzt Härtner ein. Komm schon, wach auf. Wach auf. Wach auf, nein. Wach endlich auf. Oh, Geduld. Warum schläft er immer noch ein? Oh, er ist aufgewacht. So, er ist zwar besiegt, bin der Geduld, aber wir schaffen das hier schon. Jetzt haben wir mal Tackle, Ruckzuckhieb. Oh, ein Volltreffer, das ist gut. Und geschärft. Spieler besiegt. Die Zwillinge Gina und Mia. Wir haben zusammen gekämpft und euch zusammen verloren. Und auch zusammen verloren. Okay. Ja. Dann machen wir weiter. Und das. So ein Trainer. Ja, warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Wie? Du kennst mich nicht? Okay, der hat viele Wasser-Pokémon. So, er schickt Carpator ins Kampf. Los, Julian. Julian, setz Absorber ein. Das ist sehr effektiv. Huhu. Und noch ein Carpador. Ja, Absorber. Yeah. Carpador wurde besiegt. Julian hält 25 Erfahrungspunkte. Als ich das wird Carpador geschickt. Ja, noch ein Carpador. Das mächtige Carpador. Mit der mächtigen Platschattacke. Können wir es besiegen? Ich benutze mal die neue Kugelsaat-Attacke. Und schaffen wir es? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben das mächtige Carpador besiegt. Spieler besiegt. Angler Angelo. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht, aber... Ach, Mist. So. Wenn du Beeren siehst, die im Lehmboden wachsen, pflücke sie ruhig. Aber pflanze eine neue Beere an der Stelle. Das ist einfache Höflichkeit. Hier, das ist für dich. Eine Maronenbeere? So, Daniel packt hier Maronenbeere ein. Du siehst aus wie ein Trainer. Du bist doch einer, stimmt's? Trainer geben ihrem Pokémon manchmal Beeren zum Tragen. Es liegt an dir, ob du Beeren pflanzt oder verwendest. So. Hier haben wir noch ein paar Junago-Beeren. Sammeln wir ein. Und hier haben wir auch ein paar Amrena-Bären. Sammeln wir auch rein. Gut, und hier ist noch so ein Item versteckt. Ja, wir sind jetzt in Metaross City. Gut. Dann gehe ich jetzt mal ins Pokécenter.
Willkommen im Pokécenter. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Okay, ich nehme deinen Pokémon für einen Moment in mein Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Okay. So Leute, das war's mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Smaragd. In der nächsten Folge kämpfen wir gegen die Arena-Leiterin, weil in dieser Stadt ist jetzt eine Arena. Und nächste Folge ist halt unser erster Arena-Kampf. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!